Jetzt haben wir hier ein Flugzeug und dort einen Kopter. Wo ist denn der große Unterschied, abgesehen von der Anzahl der Rotoren? Also Kopter, die alleine von Motoren und Propellern getrieben werden, ohne aerodynamisch irgendwie Auftrieb zu erzeugen, und solchen geflügelten Maschinen. Hier genügt aufgrund der aerodynamischen Eigenschaften schon ein Propeller, um die sehr lange, bis zu einer Stunde, in der Luft zu halten. Während beim Kopter das sehr energieaufwendig ist und man eher mit Flugzeiten von 20 Minuten arbeiten muss.